Die Komplexität oder Laufzeit von Algorithmen ist ein wichtiger Kriterium bei der Auswahl von Algorithmen. Sehr häufig muss man entscheiden, welche von sehr, sehr vielen Algorithmen man benutzt, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Und wenn man sensibel ist darauf, welche Laufzeit Algorithmen haben und damit welche Komplexität, dann verhindert man, dass die Berechnung niemals fertig wird, weil wenn eine Berechnung niemals fertig wird oder super, super lange braucht, dann hat man am Ende auch nichts davon. Und die Frage ist jetzt, wie kann ich denn die Komplexität bewerten? Und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man könnte zum Beispiel überlegen, ich möchte gerne den Speicherverbrauch von Algorithmen vergleichen. Das funktioniert aber nicht so wirklich gut. Beziehungsweise Speicher ist heute ziemlich günstig, deswegen macht das eigentlich keinen Sinn. Oder man könnte überlegen, ich gucke mir die Ausführungszeit in Sekunden an. Das allerdings ist wieder von Maschine zu Maschine unterschiedlich, deswegen nutzen wir das auch nicht. Aber die Berechnungsschritte, die ich benötige im Algorithmus in Abhängigkeit von der Größe der Eingabemenge, das ist das Maß der Dinge, um eine Komplexität zu bewerten. Und wir werden uns das mal anschauen an diesem Beispiel. Ich habe hier eine Funktion. Diese Funktion Summ soll einfach nur eine Summe berechnen und sie bekommt hier eine Liste von Zahlen. Das kann also zum Beispiel ein Array sein. Und diese Liste wird sie jetzt durcharbeiten. Hier ist nämlich eine Vorschleife. Wir haben eine Laufvariable i, die geht von 0 bis zur Länge dieser Liste und wird also jedes einzelne Element in dieser Liste einmal anfassen und dann die Summe aller Elemente berechnen und am Ende zurückgeben. Und es ist klar, dass diese Funktion Summ von ihrer Gesamtlaufzeit abhängig ist von der Größe dieser Liste. Und deswegen nutzt man in der sogenannten O-Notation immer bestimmte Klassen von Algorithmen. Zum Beispiel haben wir es hier mit der Klasse der linearen Ausführungszeit zu tun. Wir haben also eine Abhängigkeit von n. Und n ist hierbei die Anzahl der Elemente in der Liste. Das heißt, ich gebe die Ausführungskomplexität von dem Algorithmus nicht in konkreten Größen an, sondern ich sage, das ist O von n, weil ich eine lineare Ausführungszeit habe, die hängt eben von der Größe n ab. Neben O von n gibt es noch andere Klassen von Komplexitäten. Zum Beispiel gibt es O von log 2n. Und wir haben auch O von n Quadrat, wir haben auch O von 2 hoch n und so weiter. So hat man also verschiedene Klassen gefunden, in denen Algorithmen vorkommen können. Und wir versuchen natürlich immer die Klasse Algorithmus zu verwenden, um ein Problem zu lösen, die besonders kleine Komplexität hat, weil dann wären wir schnell fertig. Ich möchte da mal konkrete Beispiele euch zeigen. Ich habe hier eine Menge von Personen. Diese Personen befinden sich, wenn wir uns jetzt mal die obere Liste anschauen, unsortiert. Nehmen wir mal an, die sind jetzt in einer Liste, diese Personen, und ich habe das Ziel, von diesen Personen die zu finden, die exakt die Größe 1,70 Meter hat. Ich habe es hier schon mal markiert, das heißt, wir wissen, das ist diese Person. Ja, das weiß natürlich unser Computer nicht, wenn er eine Liste kriegt von einer Menge von Personen. Da muss er jeder einzelne erstmal angucken. Und genau das ist auch der Grund, warum diese Ausführungskomplexität von dem Algorithmus, gehe durch diese Liste einzeln durch, linear ist, also O von n. Ne? Ich fange mit dem ersten an, gucke, ob der 1,70 ist. Nein, ist nicht der Fall. Gucke, ob der 1,70 ist. Nein, ist nicht der Fall. Der ist auch nicht 1,70. Ah, der ist 1,70. Das heißt, ich habe hier eine lineare Ausführungszeit O von n.
Und sehr häufig beschäftigt man sich nicht nur damit mit einem konkreten Beispiel, sondern überlegt sich ganz allgemein, was ist denn im schlimmsten Fall? Und im schlimmsten Fall, den habe ich hier unten mal gezeigt, ne, da ist nämlich unsere gesuchte Person ganz am Ende, aber auch da ist die Ausführungszeit immer noch O von N, weil im schlimmsten Fall müssen wir halt alle N-Personen in unserer Liste durchschauen, um dann an der letzten Stelle die Person zu finden, die wir suchen. So, jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn wir eine sortierte Liste haben. Jetzt ist die Liste sortiert, das sehen wir hier. Der größte ist ganz vorne, der kleinste ist ganz hinten. Und hier können wir jetzt durch die Sortierung einen anderen Algorithmus anwenden. Der würde O von log 2n Ausführungszeit haben. Und O von log 2n ist viel, viel kleiner als O von n. Das heißt, die Ausführungszeit, die Komplexität von den Algorithmen, die wir jetzt nutzen können, ist sehr, 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 sehr viel günstiger und zu bevorzugen vor einer linearen Ausführungszeit. Schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Und zwar gehe ich jetzt mal direkt in das mittlere Element der Liste. Also ich gehe jetzt mal rechts von dem mittleren Element und gucke mir an, was für eine Größe habe ich denn da gefunden. Und da sehe ich jetzt, okay, das ist jetzt hier 1,80. Da ich weiß, dass die Liste sortiert ist, werden auf der linken Seite nur Leute stehen, die also größer als 1,80 sind. Und das bedeutet, ich kann schon nach dem ersten Schauen meiner Person, die ich hier aufgedeckt habe, die Hälfte aller Personen im Grunde als nicht interessant deklarieren, ne? Weil die größer sind als 1,80 und ich habe dann plötzlich meine Liste halbiert. Und jetzt gehe ich wieder in die Mitte von den restlichen noch vorkommenden Personen und sehe vielleicht, ah, okay, hier ist jemand 1,60 Meter groß. Und dann weiß ich, da ich ja jemanden suche, der 1,70 ist, kann er also nicht in dem rechten Teil meiner Liste sein und kann diese wiederum streichen. Also wieder von den verbleibenden 4 Personen streiche ich 2. Und dann bleibt mir bloß noch eigentlich übrig, in die letzte Liste reinzugehen, da wo noch 2 Personen drin sind. Und dann habe ich tatsächlich meine Person gefunden und ich brauche dafür 3 Schritte. In dem ersten Schritt habe ich hier 4 weggestrichen, im zweiten Schritt habe ich 2 weggestrichen und im dritten Schritt habe ich die Person gefunden. Das Schöne ist, es klappt auch im schlimmsten Fall, dass ich hier unten zum Beispiel die Person ganz am Ende nur habe oder wenn ich sie ganz am Anfang hätte. Dadurch, dass ich immer zwei, also die Hälfte der übrig gebliebenen Personen wegstreiche und damit immer sofort plötzlich die Hälfte weniger Personen übrig habe, komme ich sehr, sehr schnell auf die Personen, die ich tatsächlich suche. Und jetzt kann man sich mal überlegen, wenn ich 8 Personen habe, wie das hier der Fall ist, wie viele Schritte brauche ich denn, um diese 8 zu halbieren, um am Ende bloß noch einen übrig zu bekommen? Und wir sehen, dass wir 3 Schritte brauchen, weil 2 hoch 3 8 ist. Das heißt, wenn wir 8 Personen haben und einmal die Liste halbieren, dann kommen wir auf 4. Wenn wir nochmal die Liste halbieren, kommen wir auf 2. Wenn wir sie nochmal halbieren, bleibt bloß noch eine einzige Person übrig. Und um genau diese 3 hier zu berechnen, nimmt man ja hier oben den dualen Logarithmus, ne? Logarithmus duales von n. Und n ist 8 und die Anzahl der Schritte wären dann 3. So, dann schauen wir uns mal die nächste Komplexitätsklasse an anhand von Speiseeiskonsum. Und zwar haben wir hier den Fall, dass wir eine Eistüte probieren wollen mit 2 Kugeln Eis. Und wir haben 3 Sorten: Vanille, Erdbeer und Pistazie. Und wenn ich jetzt mir überlege, wie lange brauche ich denn in einem Algorithmus, der jede Kombination einmal ausprobiert,
Dann werde ich also feststellen, dass ich in einer Tüte mit zwei Kugeln Eis zweimal Vanille haben kann. Einmal Vanille, einmal Erdbeer, einmal Vanille, einmal Pistazie. Einmal Erdbeer, einmal Vanille, zweimal Erdbeer, einmal Pistazie. Einmal Pistazie, einmal Vanille. Einmal Pistazie, einmal Erdbeer und zweimal Pistazie. Im Grunde ist das ein bisschen blöd, das Beispiel, weil wir im Grunde hier Erdbeer-Vanille haben und hier Vanille-Erdbeer. Aber nehmen wir mal an, das wäre interessant für jemanden, welche Kugel er zuerst isst, weil die halt dann oben sich befindet in dem Eis. Dann macht es schon Sinn, das zu unterscheiden. Aber ihr seht, wenn ich drei Speiseeissorten zur Auswahl habe, dann muss ich tatsächlich neun verschiedene Kombinationen hier ausprobieren. Und damit sind wir also in der Komplexitätsklasse n Quadrat. Ne? 3 mal 3 macht 9. Wir haben drei Sorten und wir müssen neun verschiedene Varianten ausprobieren. Wenn ich schon drei Kugeln Eis nutze, dann komme ich noch in eine größere Komplexitätsklasse hinein. So, die nächste Komplexitätsklasse, die ich euch zeigen möchte, wird die Klasse sein O von 2 hoch n. Und am Beispiel der Musik möchte ich euch das gerne zeigen. Wir haben hier ein Musikinstrument, ein Klavier. Und dieses Klavier hat Tasten, ne? Die Tasten hier unten, die kann ich einzeln anspielen. Und ich möchte gerne in einem Algorithmus mal testen, ob alle diese Töne, die durch die verschiedenen Tasten erzeugt werden, gut miteinander klingen. Oder ob es vielleicht eine Kombination von Tönen gibt, die ungünstig klingen, sodass ich das Klavier eventuell nochmal reparieren muss. Und ich kann jetzt jede dieser Tasten einzeln anspielen und mir sie getrennt voneinander anhören. Aber wenn ich die Kombination verschiedener Tasten gemeinsam bespielt anhören möchte, dann muss ich mir Folgendes überlegen. Die erste Taste hat genau zwei Möglichkeiten. Ich kann sie nämlich spielen oder ich kann sie nicht spielen. Die zweite Taste hat auch zwei Möglichkeiten. Ich kann sie spielen, ich kann sie nicht spielen. Genauso wie die dritte, die vierte, die fünfte und die sechste. Das heißt, ich habe 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 ist gleich 2 hoch 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Möglichkeiten, dieses Klavier in verschiedenen Tastenkombinationen zum Klingen zu bringen. 2 hoch 6 müsste 64 sein, glaube ich. Ja, könnte hinkommen. Und jetzt habe ich also hier eine Ordnung von 2 hoch 6. Je länger mein Klavier ist, desto mehr Tasten hat es, desto größer werden die Möglichkeiten an Tönen, die ich erzeugen kann. Und man kann schon sich vorstellen, das werden, also sobald die Zahl hier ein bisschen wächst, die Anzahl der Tasten werden das sehr, sehr viele werden. Und diese Algorithmuskomplexität ist also sehr, sehr teuer sozusagen. Und ich will das mal in einem Beispiel nochmal gegenüberstellen. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt zwei Algorithmen. Und wir haben einmal die Ordnungsklasse log 2 von n, also man sagt zu der Komplexitätsklasse auch Ordnung. Und einmal haben wir die Ordnungsklasse 2 hoch n. Und bei einem angenommenen Liste, die verarbeitet werden muss, oder Klaviertasten, die verarbeitet werden müssen von n gleich 70, kann man nämlich dann mal überlegen, wie viele Schritte brauche ich denn da bei den jeweiligen Ordnungsklassen. Und bei log 2 von n brauche ich 6,1 Schritte. Also 2 hoch 6,1 ist irgendwie so 70. Das heißt, da ich ja nicht 0,1 Ausführungsschritt machen kann, werde ich dann also 7 Schritte spendieren. Wenn ich jetzt mal überlege, dass ich pro Schritt eine Millisekunde benötige für das Ausführen eines Schrittes, dann komme ich also auf 7 Millisekunden für einen Algorithmus der Komplexitätsklasse der Ordnung log 2n.
Wenn ich das jetzt mal beim Algorithmus B ausprobiere, wie viele Schritte wir da brauchen, dann ist das also 2 hoch 70 und 2 hoch 70 ist 11,8 mal 10 hoch 20. Das heißt, hier kommen jetzt noch 20 Nullen dahinter. Ist also eine super, super große Zahl. Und wenn ich jetzt hier mal überlege, wenn ich eine Millisekunde pro Schritt brauche, wie viele Minuten dauert denn das Ganze hier, dann werde ich, wenn ich das mal ausrechne, darauf kommen, dass das doppelt so lange dauert, wie das Universum zurzeit alt ist, und zwar 37 Milliarden Jahre. Und jetzt wird klar, dass der Algorithmus B nicht zu verwenden ist, weil wenn ich den einsetzen würde bei einer Eingangsgröße von n gleich 70, könnte ich wahrscheinlich sehr, sehr lange warten. In der Softwaretechnik Informatik wird also die Komplexität von Algorithmen genutzt, um zu entscheiden, welchen Algorithmus man den Vorzug gibt. Die Algorithmen erzeugen am Ende den gleichen Output, aber sie brauchen unterschiedlich viel Laufzeit dafür. Und die Ordnung, die wir uns heute angeschaut haben, ist also eine Möglichkeit, diese Algorithmen nach ihrer Komplexität zu unterscheiden, um dann die richtige Wahl zu treffen.